Hallo Freunde, mein Name ist Siegfried Eichhorn und heute bin ich wieder zu Hause hier am Ammersee, um diesen Steg zu fotografieren. Und zwar jetzt bei Sonnenuntergang mit verschiedenen Filtern. Dann bleibe ich noch ein bisschen, um die blaue Stunde mitzunehmen. Und vielleicht, wenn ich noch das Fünkchen Geduld habe, warte ich, bis es ganz dunkel ist, um bei Vollmond noch mal ein Foto von dem Steg zu machen. So habe ich schöne Vergleichsmöglichkeiten und kann einfach sehen, bei welchem Licht wirkt der Steg auch am schönsten. Den Spot hier habe ich heute Nachmittag entdeckt, da ich mit meiner Family mit dem Kinderwagen hier entlang gefahren bin. Und dann musste ich gleich mal zack mit dem iPhone ein Foto machen, mir den Standort markieren. Ja, und jetzt bin ich noch mal hierher gefahren mit meinem One-Wheel, weil auf Laufen hatte ich keinen Bock mehr. Das waren jetzt doch ein paar Kilometer heute Nachmittag. Aber ja, der Steg hat Potenzial und jetzt machen wir das Beste draus. Kommt mit, bleibt dabei, ich würde mich freuen. Also ich möchte jetzt bei meinem Bild eigentlich erreichen, dass der Steg schön ausgeleuchtet ist und auch der Himmel mit der untergehenden Sonne. Und dieses Bild kriege ich jetzt mit meinen Möglichkeiten eigentlich am besten hin, wenn ich vorne Filter drauf schraube. Und ich möchte auch noch die Wasseroberfläche schön glätten, also dass diese ganz kleinen Wellen nicht zu sehen sind, also belichte ich länger. Und das klappt einfach mit einem ND-Filter, den spanne ich als erstes drauf. Und dann kommt noch ein Verlaufsfilter, um den Himmel abzudunkeln, beziehungsweise die Sonne, weil die brennt schon ganz schön stark heute Abend. Ja, und als ND-Filter verwende ich einen 64-fach ND-Filter. Damit kann ich ja wesentlich länger belichten, also 64 mal länger als ohne. Den packe ich als erstes drauf und als zweiten Filter diesen Verlaufsfilter. Das heißt, der Verlaufsfilter ist oben recht dunkel und wird dann nach unten hin fast durchsichtig. Und so kann ich die Sonne super gut abblenden. That's the plan. Und jetzt kann es eigentlich schon losgehen. Und von der Bildkomposition mache ich so, dass der Steg ein Drittel des Bildes einnimmt und der Himmel zwei Drittel, weil ich hoffe mir einfach, dass der Himmel richtig schön rot daherkommt. Und es geht relativ schnell bei so einem Sonnenuntergang. Man muss da schon auf Zack sein. Dauert wenige Minuten, dann ist sie weg. Und dann wird es aber auch einfacher zum Fotografieren, finde ich. Fotografieren tue ich gerade mit dem Sony 16-35mm Viererblende-Objektiv. Und ich bin ja sehr zufrieden mit dem Teil. Es ist nur so, wenn ich auf 16mm Brennweite fotografiere, habe ich eine ziemlich starke Vignette. Vor allem jetzt auch, wenn ich die Filter drauf packe. Stört mich in manchen Fällen, also heute stört es mich jetzt zum Beispiel. Aber ich möchte einfach auf 16mm fotografieren und es ist, wie es ist. So kriege ich einfach am meisten vom Steg drauf und vom Himmel. Und wenn ihr noch eine zweite Kamera im Rucksack habt, als Ersatzkamera, stellt die doch einfach mal mit auf und nehmt Behind-the-Scenes-Szenen auf. Ich mache jetzt hier mit dieser Kamera alle paar Sekunden ein Foto und am Ende entsteht dann ein ganz kurzer 5 oder 8 Sekunden Clip von dem Sonnenuntergang und wie ich vorne auf dem Steg rumhüpfe. Also bevor die in der Tasche liegt, aufbauen, Fotos machen und man kann es ja, für eigene Videos immer ganz cool verwenden. Ja, und wenn man es übertreiben will, stellt man einfach eine dritte Kamera, zum Beispiel im Gras auf. Und hier nehme ich auch nochmal eine Timelapse auf. Das heißt, der Intervallometer macht alle 15 Sekunden ein Foto, auch von dem Gras hier, dem Ufer und dem schönen Sonnenuntergang. Der Steg läuft hierbei bei dem Bild schön in die Bildmitte rein. Also schaut wunderschön jetzt hier schon so aus im Display.
Ja Leute, schaut euch jetzt mal diese Lichtstimmung hier an am See. Wahnsinn. Heute habe ich echt Glück. Jetzt mache ich noch ein paar Bilder hier von der blauen Stunde und dann sind die Nachtfotos dran. Geil. Jetzt brauche ich keinen Filter mehr. Gut, die Filtersession ist jetzt beendet. Es ist schon zu dunkel. Ich vertreibe jetzt die Zeit noch ein bisschen mit der Bildkomposition, vielleicht andere Perspektiven suchen. Und wenn man den Steg jetzt von der Seite fotografieren möchte, eignet es sich wirklich, den von der Seite aus mittig reinlaufen zu lassen. Also nicht parallel, sondern echt mittig reinlaufen zu lassen. Ich finde, das gibt dem Bild eine gewisse Ruhe und ja, Stimmung. Und Stimmung generieren bei dem Licht ist eh nicht so schwer, weil es einfach geil aussieht. Und jetzt alles ohne Filter, 10 Sekunden Belichtung, Blende 11, ISO 100, go for it. Die Nacht ist hereingebrochen, der Vollmond ist zu sehen. Und jetzt, wenn ich ins Display reinschaue, sehe ich eigentlich gar nichts mehr. Und um die Kamera auszurichten, also meine Bildkomposition zu finden, nutze ich ein verstecktes Feature der Sony A7 III Kamera. Das heißt im deutschen Menü helle Überwachung oder im englischen bei mir Bright Monitoring. Ich zeige euch jetzt, wie ich diese Funktion freischalte, wie ich die mir programmiere an der Kamera und nutze die Funktion, weil damit könnt ihr eine längere Belichtungszeit in der Kamera simulieren. Und ja, ihr könnt dann einfach sehen, was ihr fotografiert. Eine Top-Funktion, schaut es euch mal an. Um die Bright Monitoring oder helle Überwachungsfunktion zu aktivieren, müsst ihr zum Beispiel jetzt hier auf C4 drücken und zack, es wird hell, ihr könnt alles sehen. Und freischalten tut ihr diese Funktion wie folgt. Ihr geht hier oben ins Kameramenü und dann hier in den zweiten Reiter, dann hier auf Seite Nummer 8 und dann könnt ihr hier in den Custom Key Settings für Bilder, also ich will ja auch Fotos machen, diese Funktion wählen. Also die ist tatsächlich da drin versteckt. Und zwar habe ich mir diese Funktion auf die Taste C4 gelegt. Es gibt ja 4 Tasten, C1, C2. C4 ist unten der Papierkorb bei mir. Und die habe ich mir hier hingelegt. Und hier gibt es zahllose Funktionen, die ihr euch auf diese Taste setzen könnt. Aber ich habe mich jetzt wirklich für das Bright Monitoring oder helle Überwachung entschieden. Und das war es eigentlich. Einfach bestätigen. Und dann, wenn ich jetzt hier auf C4 drücke, zack, wird es taghell. Die Kamera belichtet sehr, sehr lange und ihr könnt was sehen. Also sehr, sehr coole Funktion. Was mich etwas stört, ist bei dieser schönen Belichtungszeit zu fokussieren. Also wenn man in den manuellen Fokus geht, was die Voraussetzung für Bright Monitoring ist, und dann die Fokuslupe aktiviert, wird das Bild wieder schwarz. Und da müsst ihr eigentlich dann wirklich den Vordergrund zumindest mit einer Taschenlampe oder ähnliches ausleuchten. Dasselbe gilt natürlich, wenn ihr diese Funktion nicht habt, also ihr habt eine ganz andere Kamera, bedient euch einfach einer Taschenlampe, Stirnlampe, dann könnt ihr die Kamera vernünftig ausrichten, Licht wieder ausmachen und dann macht ihr das Foto. Weil auf blind einfach die Fotos zu machen und dann die Kamera nachzujustieren, ist einfach eine Zeitverschwendung. Jetzt mache ich mein finales Nachtfoto und dann könnt ihr unten in den Kommentaren reinschreiben, welches Foto ist von der Lichtstimmung am schönsten. Sonnenuntergang, blaue Stunde oder jetzt eben hier in der Nacht von dem Steg. Das Bild jetzt mache ich mit einer 20-sekundigen Belichtungszeit mit meinem Samyang 14mm Objektiv auf einer 2,8er Blende. ISO werde ich 250 wählen und ja, den Kelvin-Wert werde ich auf 4000 circa einstellen. Das gibt so eine schöne blaue Stimmung wieder. Leute, nach dem Foto verabschiede ich mich von euch und sage jetzt schon vielen Dank fürs Dranbleiben. Euer Sigi vom Ammersee. Wenn euch das Video irgendwie getaugt hat oder ihr die Funktion dieser Helligkeitsüberwachung oder Bright Monitoring noch nicht kanntet, würde ich mich sehr über ein Abo oder ein Like freuen. Ciao, ciao, euer Sigi vom Ammersee und jetzt mache ich mein finales Nachtfoto. Gut, jetzt drehe ich mal die ISO hoch, dass ihr das sehen könnt auf ISO 20.000. Und go for it. Fokussiert habe ich sowieso manuell auf die Lichter am gegenüberliegenden Ufer. Go for it und das ist das finale Bild.
Ja, nice. So will ich es haben. Also, gute Nacht, Freunde.